In der Ausstellung Geld, jenseits von Gut und Böse, geht es immer wieder um die Bedeutung des Geldes. Was kann Geld überhaupt? Also ist Geld zum Beispiel ein Wertmaßstab? Wie verhält sich, was ist der Wert und was ist der Preis, den wir dafür zahlen? Aber auch um die Frage, inwiefern ist Geld ein Glücksversprechen, inwiefern ist Geld ein Motivationsmittel, inwiefern ist es Maßstab unseres Wohlstandes? Also ganz viele Facetten des Geldes werden in der Ausstellung beleuchtet. Die Ausstellung startet an einem paradiesischen Ort, wo Geld wie Honig fließt und sich auch zeigt, was für eine unendliche Kraft Geld auch hat, eine Schaffenskraft. Und dann stellt sich aber natürlich die Frage, ja, ist Geld denn nur einfach gut? Und da debattieren längst verstorbene große Denker über den richtigen, über den guten Umgang mit dem Geld. Dass Geld aus Geld entsteht, ist unnatürlich und widerlich. Ich sag's euch. Geiz und Gier sind die Wurzeln allen Übels. Warum so pessimistisch? Und dann kommt man aus diesem Jenseits in die Gegenwart und da spannen sich dann ganz viele Facetten auf rund um unseren Umgang mit dem Geld, und zwar einerseits den gesellschaftlichen Umgang, also was hat Geld für eine Bedeutung in unserer Gesellschaft, aber dann auch um die Frage, was bedeutet mir eigentlich ganz persönlich Geld, welchen Stellenwert hat es in meinem Leben, bin ich abhängig, wie glücklich macht es mich, wie viel Geld brauche ich für das gute Leben? Ich glaube, ich verzichte auf sehr wenig. Ich reise wirklich unheimlich viel im Verhältnis zu Studiumskameraden oder ehemaligen Studiumskameraden. Die Ausstellungsbesucherinnen und Besucher erwartet ein sinnliches Erlebnis, obwohl dieses Geld ja so abstrakt ist. Sie begeben sich auf eine Reise und erleben ganz viele unterschiedliche Räume, die unterschiedliche Assoziationen wecken, bekommen aber auch viele Informationen mit auf den Weg. Sie treffen auf unterschiedliche Menschen und sie festigen in diesem Rundgang eigentlich ihre Position und ihre Ansichten über das Geld. Also die Ausstellung möchte anregen und nicht Antworten geben. Die Notenbank greift radikal durch. Sie senkt die Zinsen auf Null, stellt der Wirtschaft Geld gratis zur Verfügung. Ganz am Schluss steht der Besucher vor der Frage, wie viel Wert ihm diese Ausstellung ganz persönlich war. Und er entscheidet dann auch selber über den Preis, den er bezahlt. 200.000 Franken. Befriedigt das deine Fantasie? Was würdest du dir davon kaufen? Was damit tun? Anlegen oder ausgeben?